Monty ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Bummels und kann sich selbst zu Leta King weiterentwickeln. Monty ist ein mittelgroßes Zwerbanix und Faultier-ähnliches Pokémon, das weiß-braun-schwarz und rot erscheint. Das große Haarbüschel, die Nase, die Innenfläche der Hände sowie der hintere Bereich des Unterleibes sind rot gefärbt. Die Umrahmung der Augen, die Unterlippe und zwei längliche Querstreifen auf dem Rücken sind braun. Mit Ausnahme der schwarzen Krallen an Händen und Füßen färbt der übrige Körper weiß. Das Pokémon weist einen schmalen, agilen Körperbau auf und wie bei seiner Vorentwicklung sind die Arme länger als die Beine. Am Kopf sind an den Seiten die beiden kleinen Ohren zu sehen und das Gesicht wird von der großen Haartülle dominiert. Die großen, runden Augen im Gesicht setzen sich aus weißer Lederhaut und kleinen, schmalen Pupillen zusammen. Die Nase befindet sich über dem relativ breiten Maul. Monty besitzt lange Arme, die an den Händen mit zwei Krallen bewaffnet sind. Hinten ist ein kurzer, buschiger Schwanz zu erkennen und es steht auf kurzen, kräftigen Beinen, deren Füße ebenfalls über zwei Krallen verfügen. In seiner Shiny-Form geht die weiße Fellfarbe ganz leicht ins bräunliche und die vormals roten Körperbereiche sind nun orange. Monty ist ein schnelles Pokémon, welches seine Gegner hauptsächlich mit physischen Attacken des Typs Normal schadet, indem es mit seinen scharfen Klauen angreift und Schlitzer oder Kratzfurie einsetzt. Das Pokémon ist sehr unruhig und erzeugt manchmal einen großen Aufruhr, indem es die gleichnamige spezielle Attacke vom Typ Normal einsetzt. Es beherrscht jedoch auch Attacken anderer Typen und schlägt beispielsweise mit der Kampfattacke Power Punch fest zu. Montys Fähigkeit Munterkeit bewirkt, dass es nicht einschlafen kann. Monty ist ein wildes Pokémon, welches nicht stillsitzen kann. Es hat einen überdurchschnittlich schnellen Puls, was dazu führt, dass es sich stets bewegen und sich austoben möchte und den ganzen Tag lang über Felder und Berge rennt. Wenn es sich nicht bewegen kann, so stresst dieses Pokémon sehr und es geht ihm deutlich schlechter. Selbst beim Versuch zu schlafen pulsiert das Blut in seinen Adern heftig und um nachts zur Ruhe zu kommen, muss es erst einmal ungebändigt durch den Dschungel rennen. Durch die viele Bewegungen ist Monty andauernd hungrig, selbst beim Essen kann es da nicht stillsitzen. Dabei ist Monty der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Bummels, selbst kann es sich zu Leta King entwickeln. Alle Pokémon dieser Entwicklungsreihe sind Faultier-ähnliche Wesen. Im Laufe seiner Entwicklungen wird der Körper des Pokémon voluminöser und größer. Bummels gilt als sehr träges Pokémon und auch Leta King gilt als das faulste Pokémon der Welt. Sobald es jedoch die komplette angestaute Energie auf einmal einsetzt, ist es ihm möglich, kräftigste Angriffe zu tätigen. Die Voraussetzungen für diese schafft die Entwicklung, da sie den Körper zu einer kräftigen Statur verändern. Auffällig ist, dass Bummels und Leta King ein braunes Fell besitzen und sehr träge sind, während das Fell der Zwischenstufe Mundtier weiß ist und dieses Pokémon unter Ruhelosigkeit leidet, sodass es, wenn es sich bewegt, wenn es sich nicht bewegt, in einen unerträglichen Stress fällt. Dabei wird in den Spielen die Entwicklung von Bummels zu Mundtier durch Erreichen von Level 18 ausgelöst und von Mundtier zu Leta King durch das Erreichen von Level 36. Dabei ist Monty immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.